Hi Leute, hier ist Heike Christian. Ich bin jetzt hier gerade an der Ruhr, die ihr da hinten sehen könnt. Hab mir gerade bei Netto noch ein paar Heidelbeeren gekauft, die im Angebot waren. Und wollte mal über das Thema sprechen, warum ich aus Deutschland auswandern werde. Für die Leute, die es noch nicht mitbekommen haben oder die vielleicht neu auf meinem Kanal sind, ich werde ab dem 1. September 2017 in Utrecht studieren. Ich werde dort meinen Master machen. Ich habe dann meinen Bachelor hier an der Universität Bochum fertig in Geografie und mache dann dort meinen Research Master in, wie würde man es auf Deutsch übersetzen, Wirtschafts- und Stadtgeografie, um dann dort meinen PhD zu machen, also meinen Doktortitel. Und dieser Umzug in die Niederlande wird dann auch fürs Erste permanent sein. Das ist etwas, wo ich jetzt, glaube ich, 3 Jahre ungefähr darauf hingearbeitet habe, was jetzt so mein mittelfristiges Ziel war, aus Deutschland auszuwandern, in die Niederlande zu gehen. Kann sein, dass ich mich dann auch nochmal anders entscheide, aber ich glaube es erstmal nicht. Also es gab jetzt kein großes Aha-Erlebnis, kein großes traumatisches Erlebnis, was mich irgendwie dazu bewegt hat zu sagen, ich muss jetzt unbedingt aus Deutschland raus. Es war eher so, es sind eher ganz, ganz viele kleine Sachen, die für mich was mit Lebensqualität zu tun haben. Und ich sehe es einfach im Großen und Ganzen so, dass mir in den Niederlanden eine höhere Lebensqualität geboten wird als in Deutschland. Das fängt halt bei ganz einfachen Sachen an. Es fängt bei der Obst- und Gemüseauswahl im Supermarkt an. Es fängt, ne, ich bin Rennradfahrer, es fängt beim Zustand der Straßen an. Es fängt bei den Radwegen an. Es fängt bei der Einstellung der Leute an, was halt für mich auch ein ganz ausschlaggebender Punkt geworden ist. Denn die Niederlande sind einfach so viel cooler als Deutschland und einfach in so vielen Punkten so viel, wie soll ich sagen, entspannter. Ja, entspannter und auch willens, ein System zu ändern, das irgendwie nicht mehr funktioniert oder wenn man sich halt was anderes überlegt. Weil in Deutschland ist ja Genreform irgendwie gefühlt immer nach hinten los oder sie machen alles noch schlimmer. Und da ist das halt da ist das im Wesentlichen nicht so. Also es gibt zwar auch Sachen, von denen ich sagen muss, das hätte man jetzt besser lassen sollen. Die ganzen Krankenkassensache, da finde ich nicht so toll. Ich finde den Wohnmarkt schrecklich. Es ist furchtbar, eine Wohnung dort zu bekommen. Und das hält mich aber trotzdem nicht davon ab, denn ich habe ein halbes Jahr jetzt in den Niederlanden gelebt, während meines Auslandssemesters an der Uni Utrecht, was quasi auch so eine Testperiode war, um das halt abzuchecken, ob es wirklich was für mich ist, ob ich mir das nur einfach so romantisiert vorstelle. Aber es sind einfach Sachen, das Land passt besser zu meiner Persönlichkeit, sagen wir es mal so. Es ist halt so, dass ich Lust habe, sonntags mal um 17 Uhr mich aufs Rad zu schwingen und einkaufen zu gehen. Und das ist da möglich. Ich habe mal Lust, spontan irgendwie ans Meer zu fahren. Und ich bin da halt viel näher am Meer als in Deutschland, weil ich möchte jetzt auch nicht unbedingt nach Hamburg ziehen oder so oder nach Schleswig-Holstein. Ich habe Lust darauf, dass irgendwie viel mehr Verständnis für die eigenen Entscheidungen aufgebracht wird von anderen Leuten, als das hier in Deutschland der Fall ist. Und das sind jetzt keine objektiven Indikatoren. Der einzige objektive Indikator, den ich wahrscheinlich hätte, wäre das Gehalt, weil ich dort, wenn man sich die Lohntabellen vergleicht, wahrscheinlich mehr verdienen werde als in Deutschland. Und das ist bei mir nicht der ausschlaggebende Punkt. Mir ist Geld eigentlich mehr oder weniger egal. Ich möchte meine Rechnung bezahlen können, ich möchte eine gute Bude haben, was halt jetzt nicht 100 Quadratmeter sind, sondern irgendwie so 30, 40, was einfach zu mir passt. Ich möchte einfach mal einkaufen gehen, ohne zu gucken, dass ich irgendwie jeden Cent umdrehen muss oder jetzt auf jedes Angebot achten muss. Das definiere ich für mich als Lebensqualität und das ist jetzt halt nicht die Welt. Und dementsprechend ist der Geldpunkt nicht mal der Ausschlaggebende, aber es ist natürlich ein netter Bonus, sagen wir es mal so, wenn man dann am Ende halt ein paar hundert Euro mehr als Einstiegsgehalt auf dem Konto hat. Und dann gibt es natürlich die Faktoren, die mich halt aus Deutschland rausdrängen und das sind so quasi immer das Gegenteil von der Sache in den Niederlanden. Zum Beispiel anstatt gute Infrastruktur eine verfallene Infrastruktur, anstatt Fortschritt in der Politik Stagnation und Rückschritt in der Politik. Es ist auch so, dass meine besten Freunde in den Niederlanden wohnen, von daher ja, ist das auch noch ein Bonus. Also wie ihr merkt, es ist schon eine gut überlegte Entscheidung, weil ich wirklich lange darauf hingearbeitet habe und ich habe jetzt mein zweites und eigentlich auch letztes Ziel geschafft. Ich habe eine Wohnung dort gefunden und ja, muss nur noch meinen Bachelor hier fertig machen, muss meine Bachelorarbeit abgeben und einen Kurs fertig machen und mein Zeugnis nach Utrecht schicken und dann bin ich fertig und dann ziehe ich einfach Ende August dahin und das ist irgendwie total bedrohlich, dass das schon in 3,5 Monaten ist. Das scheint mir noch so enorm weit weg zu sein, aber das ist was jetzt einfach vor der Tür steht quasi und ich freue mich riesig drauf. Ja,
Ich bin mit der Entscheidung total im Reinen. Ich bin unfassbar glücklich, wenn ich daran denke. Ich bin sehr glücklich immer, wenn ich mir das dann vorstelle, wie das nicht nur. Es ist ja nicht mal so, dass ich so eine imaginäre Vorstellung habe, sondern ich hatte es ja schon ein halbes Jahr lang. Und deshalb gehe ich quasi einfach wieder zu diesem Lebensstil zurück, den ich dort hatte. Und das bedeutet halt im Vergleich zu der Situation, die ich jetzt in Deutschland habe, eine Verbesserung meiner Lebensumstände. Ja, das sind meine Gründe. Ich hoffe, man konnte es trotz des Windes verstehen und dass das jetzt nicht allzu schrecklich war wegen des ganzen Gewackels mit meinem iPhone. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, dann schreibt sie mir gerne in die Kommentare und ich würde gerne von euch wissen, ob einer von euch schon mal daran gedacht hat, in irgendein anderes Land auszuwandern. Ist jetzt egal, ob es europäisch ist oder nicht. Und ob ihr das dann durchgezogen habt und ja, warum nicht? Oder vielleicht kommt das auch gar nicht für euch in Frage aus verschiedenen Gründen. Schreibt es mir in die Kommentare und wir sehen uns in einem nächsten Video. Bis dann, Leute.